Apache auf einer Nginx erstellt, sondern ein bisschen mehr auf einer höheren Ebene. Und da ich Vermutung habe, dass viele von euch vieles davon wissen, probiere ich es auch einigermaßen kurz zu halten. Wenn irgendwas nicht klar ist, bitte fragen. Wenn ich irgendwo was Falsches erzählen sollte, bitte auch fragen, ja, oder anmerken. Und die Folien sind nur ein paar einfache HTML-Files. Es wird keinen Designpreis gewinnen, aber wir sollten es lesen können. Also, ich wollte diesen Test vorstellen. Das ist ein Test, der für Webserver funktioniert, die auf dem Standardport 443 laufen, also öffentliche Webserver, der funktioniert nicht für Mailserver und nur für Webserver. Den werde ich im Laufe des Vortrags ein paar Mal zeigen, mit ein paar Beispielergebnissen. Also, wer den noch nicht kennt, man kann hier einfach irgendeine URL eingeben, die per HTTPS erreichbar ist und kriegt dann entweder direkt ein Ergebnis oder es dauert ein bisschen was. Hier oben ist ein bisschen sehr vereinfacht, ein Schulrating nach dem amerikanischen System. A+ ist sehr gut, F ist sehr schlecht, mit Abstufungen dazwischen. Und hier unten kommt dann noch eine Menge teilweise sehr technisches Zeug über Zertifikate, was für Protokolle werden unterstützt, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Welcher Client verbindet sich mit dem Server, mit welcher Cypher Suite und so weiter. Jetzt habe ich irgendwas Lustiges gedrückt. Oh, sorry. Dazu erzähle ich jetzt ein bisschen was, ja? Gut. Also, wer richtig noch mehr ins Detail gehen will, den empfehle ich dieses Buch, das nicht ich geschrieben habe und ich kriege auch keine Provision. Nennt sich Bulletproof SSL TLS. Geschrieben hat es Ivan Ristic. Ist irgendwie 400, 500 Seiten stark. Da drin wird sehr viel erklärt, auch wie man seinen Apache konfiguriert, auch wie man seinen Nginx und alle anderen Tomcat und wie man sonst so verwendet, wie man die konfiguriert. Gut, ich fange an mit den Zertifikaten. Das ist auch, glaube ich, der komplizierteste Punkt. Da habe ich schon öfter Diskussionen mitbekommen, also ich mache es ein bisschen größer, dass das hier und da falsch verstanden wird. Deswegen werde ich jetzt hier mal ein paar Minuten darauf verwenden. Also wenn ihr einen Webserver betreiben wollt, braucht ihr ein Zertifikat. Und viele Leute verstehen das immer falsch. Ein Zertifikat ist nicht zwangsläufig dafür da, um eine Verschlüsselung zu machen, sondern für die Authentifizierung. Wenn ein Browser sich mit einem Server verbindet, will er ein Zertifikat sehen, damit er weiß, dass er sich wirklich mit einem Server verbindet, dessen URL ich gerade eingegeben habe. Damit, wenn ich www.google.com eingebe, ich nicht bei irgendjemandem lande, der sich als google.com ausgibt, Stichpunkt sind da irgendwelche DNS-Attacken und so weiter. Das wissen viele von euch. Und zwar, wie kriege ich ein Zertifikat? Ich habe auf meinem Server ein Schlüsselpaar, RSA-mäßig, das werden die meisten von euch kennen, öffentlicher und privater Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel gebe ich einer sogenannten Certificate Authority und die überprüft, ob ich auch wirklich Zugriff auf die Domain habe, für die ich jetzt das Zertifikat ausstellen möchte. Ja. Wie das geprüft wird, es gibt unterschiedlich, also es gibt sogenannte Domain Validated Certificates, da geht es wirklich nur darum, hat derjenige Zugriff auf die Domain und dann gibt es so Extended Validation Certificates, da habe ich auch im Hintergrund, zum Beispiel viele Banken oder PayPal haben das, man sieht das im Browser ein bisschen, also Cookies erlauben wir mal für diese Sitzung hier. Und dann sieht das hier oben so ein bisschen grün aus, das ist so ein Extended. Da wurde dann wirklich auch geprüft, die Identität desjenigen, der das beantragt hat, wird man nach dem Personalausweis gefragt und so weiter. Aber im Endeffekt ist es so, die Certificate Authority, der gibt ihr auch einen öffentlichen Schlüssel und sie signiert das mit ihrem privaten Schlüssel. So ähnlich wie der Signaturen auch für GNU-PG oder so funktionieren, was viele von euch kennen. Und wenn man ganz genau nimmt, wird nicht nur der öffentliche Schlüssel signiert, sondern so ein Datenset, da steht der Schlüssel drin, der Domainname und da stehen noch ein paar andere Sachen drin. Und die werden dann unterschrieben mit dem privaten Schlüssel des Unterzeichners. Und wenn man noch ein bisschen technischer wissen will, wird es erst gehasht mit der kryptografischen Hash-Funktion à la SHA-1, SHA-256, wie auch immer. Und dieser Hash-Wert wird signiert. Zertifikate haben einen Gültigkeitszeitraum, also normalerweise, wenn ihr euren Zertifikat beantragt, kriegt ihr für ein Jahr, für zwei Jahre irgendwie sowas Zertifikat. Danach muss das erneuert werden. Und dieser Gültigkeitszeitraum,
Der steht auch dann wirklich in dem Zertifikat, das heißt, wenn man sich im Browser zu einem Server verbinden will und das Zertifikat ist abgelaufen, gibt es eine hässliche Fehlermeldung im Browser, sollte man vermeiden. Und ganz wichtig ist noch kurz, dass ein Bild zur Zertifikatskette. Ich meine, jetzt erstmal ein einfaches Beispiel. Hier unten, das ist euer Webserver und der hat jetzt einen öffentlichen Schlüssel und das wurde zertifiziert von, wir lassen die mittleren beiden jetzt mal weg, also die und die Idee muss erstmal das erste Beispiel weg. Dieses Zertifikat wurde signiert von oben von, diesem, von der Trusted Authority, von einem Root CA entwickelt. Jetzt natürlich die Frage, okay, das hat irgendjemand unterschrieben, ist mir egal, ja, könnte ich jetzt sagen, ich weiß nicht genau, wer das ist. Und wie das funktioniert, es gibt eine Menge Root Certificates, die sind in eurem Betriebssystem oder je nachdem, was ihr im Browser benutzt, eine Menge hinterlegt, das sind 100, 200 Stück, denen wird allgemein vertraut. Ja? Also das System ist hier und da fragwürdig, aber heutzutage ist es so, dass die Welt, die Internetwelt diesen Root CAs vertraut, dass sie ordentlich diese Zertifikate ausstellt. Meistens, wenn wir jetzt das Bild angucken, sieht es dann wirklich so aus, dass nicht diese Root CAs direkt diese Zertifikate ausstellen, sondern dass dieses Zertifikat von dieser CA signiert wurde und dieses CA von der signiert und so weiter. Ja? Und da geht jetzt die ersten Probleme los. Wenn ich meinen Webserver habe, dieses Zertifikat da oben, wie gesagt, sollte bei jedem Browser oder OS irgendwie vorhanden sein. Das brauche ich nicht mitschicken. Viele machen es trotzdem, das ist kein Problem aus sicherheitstechnischer Sicht. Das ist ein bisschen Overhead, weil man ein Zertifikat zu viel durch die Gegend schickt am Anfang von der Verbindung, muss nicht sein. Aber die anderen drei müssen alle geschickt werden, weil die sind keine bekannten Zertifikate. Viele machen einen Fehler und schicken nur dieses Zertifikat oder nur die ersten beiden und so weiter. Das kann manchmal gut gehen. Wenn euer Browser schon mal eine andere Website besucht hat, die auch diese Zertifikate mitgeschickt hat, merkt der Browser sich die und hat die erst. Von daher, wenn ihr nur das untere mitschickt, geht das auch oft gut, aber leider auch nicht immer. Also ihr müsst halt alle bis auf das Root-Zertifikat mitschicken. Und genau, also ich habe jetzt hier mal was schief gekannt. Also sendet zu wenig Zertifikate und das kann zum Beispiel dieser Test von SSL Labs. Oh Scheiße, jetzt habe ich sie nicht vorgebracht. Okay. Dann lade ich den mal ein bisschen wieder vor. Das wird das gleich. Der kann euch das auch schön visualisieren. Ich lade jetzt mal wieder hoch. Dann gibt es das Problem, was ich gesagt habe, man kann zu viele Zertifikate senden. Das ist irgendwie kein großes Problem, ein bisschen Overhead. Was momentan aktuelles Thema ist und wo Chrome, wer Chrome oder Chromium als Browser benutzt, hin und wieder drüber stolpert, die sind da so ein bisschen sehr, sagt man, strikt. Ich habe ja gesagt, diese CA signiert dieses Tupel hier oben, bildet erst einen Hashwert und signiert den dann. Wenn man jetzt irgendwie eine schlechte Hash-Funktion nimmt, zum Beispiel jetzt als also MD5 zum Beispiel kennen viele von euch, ein bisschen verschrien mittlerweile, wird nicht mehr benutzt zum Glück. Da besteht die Gefahr, dass irgendjemand es schafft, mit einem anderen öffentlichen Schlüssel, mit einem anderen Domain, den gleichen Hashwert zu erzeugen. Und der könnte sich das Zertifikat an seinen öffentlichen Schlüssel binden. Ja? Das will man natürlich vermeiden, weil dann hat die Certificate Authority sieht nachher so aus, als hätte sie ein anderes Zertifikat unterschrieben, was sie nicht gemacht hat. Und dementsprechend gibt es auch Beispiele, gibt es auch Angriffe auf diese SHA-1. Das ist auch eine kombinatorische Hash-Funktion, ja, viele von euch schon gehört. Da gibt es auch erste Angriffe und von daher wird momentan davor gewarnt, diese zu benutzen. Es gibt neuere Funktionen wie SHA-256 und also normalerweise, wenn ihr heutzutage ein Zertifikat von irgendwo kauft oder wie auch immer, sollte das nur noch damit erstellt worden sein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier rein. Jetzt bin ich fertig. Okay, hier ist zum Beispiel ein Server der Uni Magdeburg und die haben, wenn man hier ein bisschen reinguckt, hier oben steht ein bisschen was über deren Zertifikat, ja, für welche URL gilt es, ist gültig von. Also, könnt ihr es noch lesen? Wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Ein bisschen größer. Also. Steht so ein bisschen drin, von wann ist das gültig? Das ist jetzt irgendwie keine super geile Funktion, das kriegt ihr auch über euren eigenen Browser raus. Was für einen Schlüssel benutzen die? Hier ein 2048-Bit-RSA-Key, das ist in Ordnung. Was ist der Public Exponent für die Leute, die sich ein bisschen in RSA auskennen, das ist auch in Ordnung und so weiter. Hier gibt es noch so einen Test, Debian hat vor ein paar Jahren mal schlechte Keys erstellt, das wissen die einen oder anderen auch noch. Das würde der Test auch abfangen, davon ist zum Glück mittlerweile nicht mehr so viel unterwegs. Und hier steht zum Beispiel auch, dass das Zertifikat mit diesem mit dieser kryptografischen Hash-Funktion erstellt wurde, von daher ist hier mal gelb und weak jetzt gekennzeichnet. Das ist für manche Leute dann ein Problem. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist hier, wenn man dann hier guckt, was für additional certificates senden sie mit. Es ist halt nur das eine, was mitgesendet wird. Und von daher ist diese Chain incomplete, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es wird nur das Zertifikat gesendet vom Server selber. Und diese unter 2 und 3, also es ist so drauf steht, der Server wurde von dem signiert, der von dem und der von dem. Und der ist im Trust Store. Also Trust Store heißt praktisch in meinem Browser Trust Store oder im Betriebssystem Trust Store, das ist in Ordnung. Die anderen beiden, entweder lädt der Browser sich die on the fly runter oder er hat sie schon. Das ist, aber ich war selber auch schon auf der Seite mit meinem Firefox und dann habe ich Probleme bekommen, dass diese Seite nicht ordentlich erreicht werden kann. Also das ist zu vermeiden, weil dann einfach viele Leute Fehlermeldungen direkt bekommen. Ja? Das ist irgendwie unnötig. Ich muss halt einfach alle bis auf das Letzte mitschicken. Ganz kurz, wo wir hier sind. Das ist eure Seite. Die sieht sehr gut aus, bis auf eine Mini-Kleinigkeit. Ganz kurz ein bisschen kleiner. Sieht man auch an Rating A, also es gibt nicht viel zu meckern. So, hier ist es also auch der Fall, dass das Zertifikat in 2013, was wahrscheinlich damals Stand war, aktueller Stand war, mit SHA-1 signiert wurde. Da ist jetzt noch nicht viel zu meckern. Wie gesagt, Chrome meckert ab und zu mal, vor allem wenn dieses Zertifikat länger als Ende 2016 gültig. Also da habe ich schon in meinem Chrome gesehen, dass hier oben nicht mehr dieses normale Log ist, was alle Leute kennen, sondern schon durchgeschrieben. Ja, also weil er dann sagt, ja, ob das Zertifikat so vertrauenswürdig ist, weiß ich nicht. Also hier, wenn euer Zertifikat Ende 2015 abläuft und ihr holt ein neues, ziemlich sicher kriegt ihr dann ein ordentliches mit SHA 256, alles gut. Da muss man jetzt momentan noch nicht so viel, muss man keine Panik schieben, darauf zu achten. Hier ist ein Beispiel, die haben eine Menge Probleme mit ihrer Certificate Chain. Die ist also erstens incomplete, das heißt, sie senden nicht genug Zertifikate, dann senden sie extra Zertifikate, dann senden andere Zertifikate von früher oder weiß ich auch nicht genau. Und Contains Anchor ist praktisch das Root-Zertifikat, was ich am Anfang gesagt habe. Das muss man halt auch nicht mitschicken. Das ist eine typische Seite da, die haben offensichtlich so ein bisschen Verständnisprobleme. Ja. Also, das mit den vielen Zertifikaten habe ich jetzt, wie gesagt, schon gesagt. Also hier, das sind keine riesen Mengen, die da gesendet werden. 3 Zertifikate sind 3 Kilobyte. Ja. Aber ich habe mir von Leuten sagen lassen, die sich besser auskennen als ich, dass am Anfang von so einer TCP-Verbindung, TCP-IP-Verbindung, ist wohl sehr schlecht, ist unnötig Daten zu senden, weil es am Anfang ein bisschen mit den Window-Sizes, da bin ich kein Experte für, das wissen vielleicht andere von euch besser. Also das ist zu vermeiden, weil es einfach unnötig langsam ist. Was wollte ich kurz gucken, ob ich hier noch was erzählen wollte. Ich sehe schon, ich brauche wieder viel zu lange für die Zertifikate. Machen wir weiter. Also wie gesagt, wer Chrome von euch benutzt, oder generell, wenn ihr guckt mal, was für ein Zertifikat ihr benutzt. Und wenn ihr ein SHA-1-Zertifikat benutzt, hoffentlich läuft es vor 2016 ab, weil sonst kriegt ihr mittlerweile mit Chrome ein bisschen Probleme mit den Leuten, die Chrome benutzen. Und auch diese Intermediate-Zertifikate, also diese in der Mitte zwischen UCA und eurem Zertifikat, sollten auch ein SHA-1 benutzen. Das war das Zertifikat-Ding, der Rest wird jetzt ein bisschen nicht mehr so kompliziert. Jetzt schon mal kurz Fragen zwischendurch zu den Zertifikaten. Alles klar. Ganz einfach. Ich habe gesagt, wir machen ja mit TLS. Warte mal ganz kurz. Ein bisschen größer.
Was für Protokollversionen gibt es überhaupt? Es gibt SSL 2, SSL 3 und dann drei neue, die dann irgendwann TLS heißen. Deswegen sind auch bei den meisten Leuten SSL und TLS so ein bisschen vermischt unterwegs. Der eine sagt SSL, der andere TLS. Und selbst das Buch, was ich vorhin vorgestellt habe, ist SSL und TLS. Und dieser Test hier heißt SSL Server Test, obwohl das nicht mehr ganz so aktuell ist und sowas. Also Fakt ist, SSL 2 ist uralt und da gibt es Angriffe dagegen, sollte niemand mehr verwenden. SSL 3 ist auch uralt, gibt es seit letztem Jahr einen Angriff dagegen, sollte nicht mehr verwendet werden. Da gibt es dann die ersten Probleme, weil leider irgendwie noch ein paar Leute auf Windows XP und Internet Explorer 6 hängen geblieben sind. Vor allem irgendwie Leute in Firmen, die leider keine Administratorenrechte haben, ja? Deren Browser kann nichts Besseres. Ja? Das heißt, den muss man praktisch abschalten. Vergiss SAP-Dinge nicht. Nochmal, ja. Vergiss SAP-Dinge nicht. Ja, okay, genau, es gibt eine Menge Clients. Ja? Also, ich kenne mich hauptsächlich mit Browsern aus und. Ja, also es gibt eine Menge Clients, die können halt leider nur manche Cypher-Suite, manche Protokolle und so weiter. Aber das wollte ich noch ganz kurz hier zeigen. Wenn ihr hier in diesem Test ein bisschen weiter runter scrollt, nach den Zertifikaten, seht ihr erstmal, welche Protokolle unterstützt der Server. Wie gesagt, so soll es sein. Die TLS-Protokolle ja, SSL nein. Cypher-Suite erzähle ich gleich was zu, das ist noch ein bisschen ein Stück kompliziert. Und hier unten gibt es eine Handshake-Simulation. Da gibt es eine Menge Clients, mit denen dieser Test simuliert, mit was würde der sich gegen den Server verbinden. Ja? Da gibt es diese Android-Browser, da gibt es Googlebots, Chrome, Firefox natürlich, diverse Versionen von Internet Explorer in verschiedenen Betriebssystemen. Und hier steht halt immer dabei, welche Protokollversion handeln Sie auf, welche Cyber-Suite und so weiter. Das ist ganz interessant, gerade für Leute, die nicht nur einen eigenen Server haben, sondern der Server vielleicht auch wirklich viele Kunden erreichen soll. Da muss man halt leider auch gucken, dass viele Clients dagegen verbinden können. Also SAP-Client ist hier nicht aufgeführt, aber zum Beispiel OpenSSL in verschiedenen Versionen. Ja, die haben auch, offensichtlich kann diese Version hier 098, zum Beispiel nur TLS 1.0. Das heißt, wenn ich das abschalte, wird OpenSSL 098 nicht mehr verbinden können gegen meinen Server. Ja, also das muss man halt immer gucken, wer sind die Clients. Die meisten öffentlichen Webserver sind halt relativ breit gestreut und man weiß wenig über seine Kundschaft oder wie auch immer. Also ganz einfache Sache, verwendet kein SSL 2, verwendet kein SSL 3 und verwendet bitte TLS 1.2. Das ist die einzige Version, gegen die eigentlich noch keine richtigen Angriffe gefahren wurden. Version 1.0 ist auch schon von 1999 und da gibt es auch hier und da ein paar Angriffe dagegen und wurde immer ein bisschen rumherum gefahren, man konnte sich immer noch so ein bisschen retten, aber heutzutage kein Grund, kein TLS 1.2 zu retten. Hier diese Pfeile und Buchstaben sollen einfach bedeuten, wenn euer Server SSL 2 benutzt, bekommt ihr beim Rating ein F. Ja? Einfach wird gecapped, egal was ihr sonst kann. Verwendung von SSL 3, C und so weiter. Das ist irgendwie klar. Also, was da hilft einfach ist, benutzt aktuelle Software und da kriegen manchmal dann Leute Probleme, die irgendwie Debian Stable oder sonstige, sagen wir mal, konservative Distributionen benutzen, ist dann manchmal halt deren OpenSSL oder sowas halt dementsprechend alt ist und nicht die neuesten Sachen können. Ja? Da muss man halt ein bisschen gucken, was da man selber kann. Dann erzähle ich ganz kurz ein bisschen was zu Attacken, aber dann müssen wir gucken, vielleicht interessiert es ein oder andere mehr. Das sind so ein paar Namen von Attacken auf TLS-Server oder Implementierungen. Die eine oder andere, also Heartbeat hat sicherlich jeder von euch letztes Jahr gehört. Und ein paar andere vielleicht nicht. Also Pool ist zum Beispiel eine Attacke auf das Protokoll SSL 3. Das heißt, dass wirklich die Leute, die dieses in Anführungszeichen Papier geschrieben haben, etwas übersehen haben, als sie das geschrieben haben. Es geht nicht um einen Bug in der Implementierung, sondern wirklich das Protokoll. Führt das auch so weit, da wird ein bestimmtes Padding nicht überprüft und so weiter. Da kann man was machen. Das heißt, das Protokoll ist kaputt, SSL 3 kann man nicht mehr benutzen. Darf man nicht mehr benutzen, es gibt mittlerweile Standards, nach denen man es nicht mehr benutzen darf. Interessanterweise gibt es auch fehlerhafte Implementierungen von Protokollen, natürlich. Ja, Leute schreiben Software, Leute machen Fehler da rein. Und so gab es zum Beispiel eine fehlerhafte Implementierung von TLS 1.2, was eigentlich ein sicheres Protokoll ist, in dem genau das Gleiche passiert, in dem so ein gewisses Padding nicht überprüft wurde. Und das heißt, dass einfach auch TLS 1.2
verwundbar war, wenn man diese Software benutzt hat. Das war irgendwie so ein Hardware-TLS, den erkenne ich nicht so richtig gut aus. Genau. Das war eine fehlerhafte Implementierung und da musste man halt dann einfach seine Version patchen. Sowas erkennt dieser Test hier auch. Das habe ich auch natürlich nicht vorgeladen. Kriegt man einfach entweder erkannt oder kriegt einen F. Heartbleed haben die meisten von euch mitbekommen, waren Fehler einfach auf Implementierung von der Erweiterung, die sowieso keiner benutzt, sondern ein bisschen unnötig. Wird auch von diesem, da habe ich jetzt keinen Server mehr gefunden, der dafür anfällig ist. Zum Glück, das ging wirklich durch alle Medien und haben wirklich so gut wie alle hinbekommen, das jetzt einfach in seine Version zu patchen. Lucky 13 und Beast sind Attacken, zu denen ich nicht so viel erzählen kann, aber da ist auf jeden Fall in TLS 1.0 mit ein paar Probleme, die sind mittlerweile von kleinen Seite größtenteils umschifft. Also wer aktuellen Chrome, aktuellen Firefox benutzt, das ist kein Problem. Logjam und Freak sind aktuellere Attacken. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Da geht es vor allem darum, dass manche Server noch sogenannte Export-Cypher-Suites irgendwie aus den 90ern unterstützen. Und da kann man sich leicht einsetzen. Zu den Cypher-Suites. Das ist diese Liste hier. So, wir gehen mal zu eurem Server. Genau. Euer Server unterstützt zum Beispiel diese Cypher-Suites. Alles, wer das noch nie gesehen hat, für den ist es sehr kryptisch, deswegen wollte ich es so kurz erzählen. Also im Endeffekt geht es darum, der Server kann eine gewisse Liste an Cypher-Suites und der Client, also der Chrome oder Firefox oder sonstiger Client, hat auch eine gewisse Liste und dann guckt man, die Listen sind sortiert, man einigt sich auf das Beste, was beide können, das wird dann verwendet. So, was heißt das jetzt zum Beispiel? So, das ist zum Beispiel eine Cypher-Suite, die benutzt wird. Und was bedeutet das? Die Verschlüsselung findet im Endeffekt immer symmetrisch statt. Also man will nachher irgendwie sowas wie AES 128 benutzen, was eine symmetrische, also das gehe ich jetzt auch davon aus, das haben viele von euch schon mal gehört, ja? Oder? AES 128, ein symmetrisches Verschlüsselungsmotive. Das wird benutzt, das AES 128 als Beispiel ist sehr guter Algorithmus, der immer nicht gebrochen ist. Den will man benutzen, weil das schnell ist, man will nicht alles per RSA verschlüsseln. Aber da das eine symmetrische Verschlüsselung ist, brauchen beide Seiten den gleichen Key. Das ist natürlich ein Problem über das Internet. Deswegen gibt es erstmal Schlüsselaustausch. Da gibt es zum Beispiel RSA. Der Client empfängt ja das Zertifikat und im Zertifikat ist, glaube ich, der öffentliche Schlüssel drin. Das heißt, ein bisschen vereinfacht gesprochen, kann der Client einfach einen random Key erstellen und ihn mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers zu ihm schicken, weil haben ihn, alles ist gut. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber so ungefähr läuft, ja? Weil man einfach den öffentlichen Schlüssel kennt und man durch das Zertifikat sehr sicher ist, dass er zu dieser Domain gehört. Ja? Und hier SHA ist halt für die Authentifizierung. Das übergehe ich jetzt mal. Aber so sehen die ungefähr alle aus. Wenn man hier bei euch guckt, dann gibt es hier für den Schlüsselaustausch, anstatt RSA gibt es auch Diffie Hellmann, da hat Axel schon mal einen Vortrag hier gehalten, habe ich gesehen mit den YouTube-Fingern. Also das ist halt ein Schlüsselaustauschprotokoll, was das Forward Secrecy beinhaltet, das erzähle ich gleich noch was. Und da gibt es auch Diffie Hellmann auf elliptischen Kurven, ja, was zu bevorzugen ist. Deswegen steht das bei euch zum Glück auch zum Beispiel ganz oben. Genau, diese Cypher Suites, da gibt es eine riesige Latte, 30, 40 Stück und leider sind die Standards, die ausgeliefert werden mit Apache und so, nicht immer gut, auch je nach Version natürlich. Wichtig ist hier AES als symmetrisches Verschlüsselungsprotokoll benutzen, ist gut. Die Alternative RC4, haben jetzt natürlich auch viele Leute mitbekommen, ist jetzt seit ein, zwei Jahren immer so in den Tech-Medien. Ist nicht mehr zu benutzen. Ne? Darf nicht mehr benutzt werden. Wird noch viel benutzt. Das findet man sehr viel. Das wird aber auch von diesem Test erkannt. Tabs zu. Und da unterscheidet der Test noch, wie hoch priorisiert RC4 angeboten wird. Also es gibt zum Beispiel
leider eine PayPal-Domain, die das irgendwie ganz priorisiert ausliefert. Das heißt, wenn euer Browser das kann, dann wird diese Verbindung in EC4 verschlüsselt. Bei aktuellen Firefox und Chrome-Versionen ist es so, sie können es wirklich nur so im Notfall. Also sie bieten es im Austausch erstmal nicht an, wenn dann keine Verbindung zustande kommt, wird doch noch mal EC4 angeboten und man ist gerade dabei, das ein bisschen weiter zurückzufahren. Also ich weiß, es ist geplant bei Firefox in der nächsten Version nur noch eine gewisse Whitelist an Servern drin zu haben, die EC4 brauchen. Und also wer von euch einen Webserver konfiguriert, bin mir relativ sicher, benutzt kein EC4, hat auch keinen Bedarf dafür. Fun Fact, vor noch einem halben Jahr oder so gab es sehr, sehr viele Banken, die RC4 in ihrem Online-Banking drin haben. Genau. Was ein bisschen bitter ist. Man findet auch momentan immer noch wirklich, da findet man sehr viele Seiten. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass von der kleinen Seite RC4, wie gesagt, ganz nach hinten gerutscht ist. Also es gibt sehr wenig Clients. Also außer der Server kann nur RC4. Ja? Das ist natürlich ein Problem. Das war zum Beispiel sehr lange bei meinem alten Arbeitgeber in der Bahn. So. Die konnten dann wirklich nur RC4. Und dann hat der Browser nicht eine große Wahl, außer zu sagen, hier keine Connection-Fehler. Und dafür scheuen sich die Browserhersteller so ein bisschen, das abzustellen, weil dann halt, weiß nicht, ein 0,5% der Webserver oder 1% der Webserver dann einfach kaputt geht. Ja? Man kann keine Verbindung mehr machen und das Geschrei ist groß. Also ich weiß, American Airlines ist so ein Beispiel dafür. Ja? Die haben natürlich viele Kundschaft und ja, das ist leider so ein Hin- und Ei-Problem. Keiner will es abschalten, aber ja, also momentan, wie gesagt, wer einen aktuellen Browser benutzt, ist sehr unwahrscheinlich, dass die RC4 ausgehandelt wird, von daher, das geht stark zurück. So Forward Secrecy. Das ist ein Thema, da will ich jetzt gerne mal wissen, wer von euch kann mit dem Begriff Forward Secrecy was anfangen? Die Hälfte, die andere Hälfte nicht. Ungefähr, oder zwei Drittel. Okay, es geht darum, wenn ich diesen Schlüsselaustausch mit RSA mache, dann ist das in Ordnung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie der private Schlüssel vom Server, weiß ich nicht, geklaut wird, abhanden kommt, er muss rausgegeben werden aufgrund von irgendwelchen Gesetzen oder so weiter. Weil dann kann man, wenn man vorher die Verbindung mitgeschnitten hat, kann man mit dem privaten Schlüssel halt gucken, welcher symmetrische Schlüssel wurde ausgehandelt. Und dann kann man nachher alles wieder entschlüsseln. Ja? Das ist jetzt nicht unbedingt das Wahrscheinlichste, aber wenn der private Schlüssel vom Server halt irgendwie wegkommt, zum Beispiel bei Heartbleed war das möglich, dann ist das sicherlich passiert, dann im Nachhinein alles ist zu entschlüsseln. Dagegen gibt es die Konzepte Forward Secrecy. Da hat ja, Axel mathematisch schon eine Menge zu erzählen. Das funktioniert halt wirklich so, unabhängig von dem RSA-Schlüssel funktioniert dieser Schlüsselaustausch. Das heißt, es ist egal, ob der RSA-Schlüssel geklaut wird, die Verbindungen, die mit Diffie-Hellman entschlüsselt werden konnten, verschlüsselt werden konnten, sind davon nicht betroffen. Von daher sind diese Schlüsselaustauschprotokolle zu bevorzugen gegenüber RSA. Noch besser ist Elliptic Curve DHE. Da gibt es jetzt nicht so viel zu, außer also Diffie-Hellman für die Mathematiker in euch funktioniert in der multiplikativen Gruppe von FP. Keine Ahnung, und für die Mathematiker unter euch, Elliptic Curve DHE funktioniert auf anderen Gruppen. Da ist der Vorteil, dass man die Gruppenelemente kleiner kodieren kann. Das heißt, die ganzen Operationen gehen sehr schnell. Das unterstützen moderne Clients, etwas ältere leider nicht. Ja? Aber ja, wie gesagt, aktueller Firefox, aktueller Chrome kann das. Ja? Internet Explorer, glaube ich, auch so die Version 1911, nicht so die alten. Ja, da bin ich jetzt nicht so firm. Genau, also das sollte bevorzugt eingeschaltet werden. In SSL Labs Test, die haben eine Liste von Referenzbrowsern für sich definiert, da ist dann halt drin irgendwie ein aktueller Chrome, aktueller Firefox, verbreitete Internet Explorer Versionen und man möchte eigentlich, dass mit diesen Forward Secrecy ausgehandelt wird, falls nicht, wird eure Note bei A- gekappt. Ja? Also das, vielleicht sieht man das hier oben noch mal irgendwo. Hier oben stehen auch immer, also hier ist diese Note, und hier oben stehen so die Hauptprobleme. Und hier ist zum Beispiel Hauptproblem, this server uses RC4 with modern browsers, rate cap to C. Ja? Also das heißt, wenn das euer Browser wäre, wäre das das erste Problem, was ihr angehen solltet, dann wäre eure
Rating schon mal ein bisschen höher, bis dann die anderen Probleme hier kommen. Zum Beispiel, ja, this server does not support forward secrecy with the reference browser. Und dieser Referenzbrowser, für die Leute, die wenigstens ein bisschen ins Detail gehen wollen, die sieht man hier unten in der Liste an diesem kleinen R. Seht ihr das noch? Ja. Also hier zum Beispiel ein Chrome, ein Firefox und ein bisschen weiter unten, wie gesagt, gibt es da auch noch so ein paar Internet Explorer, aber eher so die modernen, ja. Nicht die ganz alten. Und neuere OpenSSL-Version, neuere Safari-Version. Also mit denen will man ganz gerne Forward Secrecy aushandeln, weil die können das auch. Ja? Alte Browser können es leider nicht. Für die muss man halt RSA-Schlüsselaustausch anbieten. Kleiner Punkt zur Schlüssellänge. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel Spannendes erzählen. Ich möchte es wahrscheinlich nicht machen. Sorry, ist nicht mein. Was war das? Irgendwas mit Blättern. Ich habe irgendwie Fancy-Taste-Kombination gedrückt oder also. Das spricht. RSA-Schlüssel auf dem Server ist ähnlich wie UPG-Schlüssel, sollte mindestens 2048 Bit lang sein. Man sieht auch ganz selten kürzere, also das ist kein großes Problem, wenn man so ein paar, wenn ihr Webserver eurer Banken überprüft, ist das in der Regel in Ordnung. Ein Problempunkt sind tatsächlich Export-Cypher. Also es gibt Verschlüsselungsalgorithmen, die zu Zeiten in den 80er, 90er aktuell war, als es diese Crypto-Wars gab, das kennen auch einige von euch, dass man damals keine Kryptographie aus den USA exportieren durfte, die stark genug war, nur welche, die man brechen konnte. Ja. Das ist ein bisschen ein bizarres Prinzip gewesen, aber leider haben da gewisse Softwarefragmente irgendwie überlebt bis heute. Das heißt, es gibt Server, die haben einen RSA-Schlüssel, der ist 2048 Bit lang. Alles in Ordnung, könnte man RSA zum Schlüsselaustausch benutzen. Wir benutzen dann sogenannte Export-Ciphers. Das heißt, sie generieren on the fly einen 512-Bit RSA-Schlüssel. Und damit wird Schlüsselaustausch gemacht und so weiter. Also das heißt, 512-Bit RSA-Schlüssel sind schon gebrochen. Und von daher, ja, das ist wirklich nicht erst seit 2-3 Jahren neu, sondern seit 20 Jahren neu. Ja? Also darauf werdet ihr nicht drüber fallen, wenn ihr irgendwelche aktuellen Software benutzt. Ja, aber leider, wenn ihr mit eurem Browser mal irgendwie verbindet und ihr gebt das mal hier oben ein, dann werdet ihr sehen, sowas kommt leider vor. Relativ neu in dem Test hier. Falscher Knopf. Relativ neu in diesem SSL-Lab-Test. Er testet auch auf zu kleine Gruppen für Diffie-Hellman. Das ist, also, wie ich vorhin gesagt habe, also, die Hellman funktioniert in der Gruppe, in der Gruppe FP, und da ist schon interessant, wie groß ist P. Ja, P ist die Primzahl. Das sollte halt auch 2048 Bit lang sein. Leider gibt es sehr viele Standards, also wirklich defaultmäßig Apache oder sowas in der Version, die benutzen nur 1024 Bit Gruppen. Und das ist jetzt noch nicht gebrochen, aber ich glaube, der größte offizielle, den man gebrochen hat, ist irgendwie bei 700, 800 Bit und man vermutet natürlich, dass die NSA vielleicht in Reichweite ist. Also, das ist ein Problem und das findet man auch auf Servern von Leuten, die sich eigentlich auskennen müssten, wie zum Beispiel diese Seite hier, bugzilla.mozilla.org, das ist das Bug-Tracking-System von Firefox, also von Mozilla. Ja? Also das ist kein Server, der irgendwie nur so ein bisschen die Gegend wabert, sondern das ist halt wirklich ein vielbesuchter Server. Und der hat dieses Problem auch, dass Weak Diffie-Hellman Key Exchange Parameters unterstützt. Das sieht man auch dann weiter unten zum Beispiel. Welche Cypher Suites bietet er an? Er bietet übersichtliche 4 an. Das ist eigentlich in Ordnung, ja. Aber man muss halt diesen Parameter einstellen, der ist leider defaultmäßig nur 1024 Bit lang. Also das ist was, wenn ihr einen Server aufsetzt, da könntet ihr drüber stolpern, weil das ist leider ist der Default-Wert oft schlecht. Ja? Könnt ihr auch mit diesem Test machen. Gut, daneben gibt es halt noch irgendwie ganz bizarre Webseiten, die noch kürzere benutzen. Das sieht man nicht so häufig. Aber 1024 Bit Diffie-Hellman ist leider zu häufig. Und Firefox und Chrome verbieten es noch nicht, sind aber gerade dabei, so ein bisschen das hochzufahren. Also ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, ist es so, dass
Falls euer Server nur die Ferien an 9 Meter kleiner ist, 1024 kann. Beschweren sich aktuelle Chrome und Firefox, glaube ich. Aber ich glaube, 1024 akzeptieren sie noch. Ja. Dann willst du halt nicht so schnell hochfahren, weil dann einiges wieder kaputt geht. Ja. Jetzt komme ich schon zum letzten Punkt. Das ist relativ neues Ding. Nennt sich HSTS, also HTTP Strict Transport Security. Und da geht es darum. Wenn euer Webserver HTTPS gut kann und ihr auch zum Beispiel alles umleitet, also ihr nehmt keine ordentliche. Wenn sich jemand auf Port 80 verbinden will, leitet ihr ihn um und ihr bietet alles per HTTPS an, was super gut ist. Also zum Beispiel Wikipedia benutzt das neuerdings auch. Dann könnt ihr den Browser mitteilen beim ersten Versuch bei HTTPS. Hier ist ein HSTS-Flag. In Zukunft nehme ich keine HTTP-Anfragen mehr entgegen. Das heißt, wird alles umgeleitet. Dieses Flag merkt sich der Browser für eine gewisse Zeit. Wie lange, das wird in diesem Header mitgesendet. Das ist in der Regel so etwas wie 20 Wochen oder ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn ich einmal Wikipedia besucht habe und dieses Flag wurde gesetzt, bin ich danach immun gegen Mail-in-the-Middle-Angriffe, die versuchen irgendwie die HTTPS-Verbindung zu unterbrechen und auf HTTP umzuleiten, um dann irgendwie Quatsch zu machen. Weil mein Browser dann sagt, HTTP mit Wikipedia geht nicht mehr. Ja? Also das ist ein ziemlich gutes Tool, wenn man, wie gesagt, HTTPS anbietet. Da gibt es jetzt noch eine kleine Lücke, wie ich oben gesagt habe. Dieser Header wird beim ersten Besuch gesendet. Jetzt gibt es noch eine super, super, super kleine Lücke. Wenn ihr Betriebssysteme aufgesetzt habt und ihr verbindet euch zum ersten Mal mit Wikipedia, wird das unterbrochen und dieser Header wird abgefangen und der Header wird nicht gesetzt. Ja? Das ist so die minimale kleine Lücke. Und dafür gibt es dann diese Preload-List, wo ihr eintragen könnt. Das ist eine Liste, die von Google gehostet wird, aber die auch von Firefox genutzt wird und auch vom Internet Explorer 11, also von einer sehr modernen Version. Da habe ich auch mal auf der Mailingliste irgendwann rumgeschrieben gehabt. Da könnt ihr eure, wenn ihr es ordentlich implementiert habt, eure Domain eintragen. Und dann kommt es in eine Liste, die mit Firefox oder Chrome ausgeliefert wird. Das heißt, die Liste ist in dem Chrome drin und wenn ihr dann zum Beispiel eure Seite oder Wikipedia benutzt, ist dieses Flag schon gesetzt. Ja? Also das ist so ein. Das ist wirklich genau. Dann gibt es keinen ordentlichen Angriff mehr, wenn ihr ordentlich unterstützt und dementsprechend werdet ihr dann auch hier mit der besten Note A+ belohnt, in Anführungszeichen. Gutes Beispiel ist hier zum Beispiel der Webserver von Posteo. Davon haben auch gehört, die Leute wissen, wie man ihre Webserver konfiguriert und dementsprechend gibt es dann. Sie haben nicht überall 100. Nein, das stimmt. Diese Werte, die sind leider hier oben noch die. Wenn du die auf 100 bringst, schlägst du wirklich Clients aus. Ja, das ist nicht. Also, ich bin auch auf der Mailingliste von denen und ab und zu fragen Leute, wie kriege ich meine Cyberstack auf 100? Dann muss man wirklich so ein paar fragwürdige Entscheidungen treffen. Also, dass ich eben rate, kein Google auf die Note und hier unten steht, warum das nicht A+ ist, warum das nicht A ist. Ja? Also, wenn das hier irgendwie B oder C ist, diese Zahlen rechts, die sind. Da würde ich einmal drauf scheißen. Was war das denn? Diese Seite kenne ich nicht, die habe ich immer. Findet man halt. Die haben auch wirklich große Probleme, ja. 512 Bitschlüssel. Das ist doch mal sortiert, ey. Und ich mache es ein bisschen größer, damit ihr das lesen könnt. Also, dann geht alles kaputt. Also, offensichtlich haben die große Probleme und hat sich wahrscheinlich seit Jahren keiner mit gut gekümmert, ja. Also Insecure Diffie-Hellman Parameters sind 512-Bit. Dann gibt es da halt Exploit-Suites, die unterstützt werden. SSL3 ist noch an, deswegen gibt es diese Pudel-Attacke, ist gültig. Das hier überspringen wir. Also die haben, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie eine Seite, die benutzt hoffentlich keiner. Das ist irgendeine Seite in Taiwan offensichtlich. Sieht nach sehr katastrophal aus. Ja? Also, ihr könnt also zum Spaß einfach mal, wenn ihr guckt, ihr browset ein bisschen, guckt, mit welcher Seite verbindet ihr euch gerade HTTPS und dann gibt das mal ein. In Deutschland sind die meisten Sachen relativ gut und wieder erwarten sind die Bankseiten besser als der Rest. Aber das heißt nicht, dass sie gut sind. Das
aber manche Banken achten ein bisschen mehr darauf als andere. Auch, ja, man kann zum Beispiel auch gucken, ich meine, euer Webmail-Interface sollte zum Beispiel auch einigermaßen gut sein, das sind auch nicht alle. Da könnt ihr mal so ein paar testen. Damit bin ich ja schon durch und es hat viel länger gedauert, als ich dachte. Und ihr habt mir leider keine Fragen gestellt und mich auch nicht unterbrochen. Aber ich bedanke mich erstmal und nehme jetzt immer noch Fragen entgegen. Wenn immer noch keine Fragen, ja? Eine von euch? Ladies first. Wie ist denn das mit dem HSTS in den Browser technisch umgesetzt? Das ist irgendwie Cookie, was gesetzt wird? Ich meine, so jemand wie ich, der halt bei jedem Schließen alle Cookies entsorgt, wäre ja dann quasi jedes Mal für diese beim ersten Verbinden vulnerable. Es ist kein Cookie, von daher bist du da nicht vulnerable. Ich mache das auch genauso. Es ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig herauszufinden, welche, also es ist, ich bin irgendwie anders gespeichert, das ist kein Cookie, ich kann ja nicht genau sagen, technisch wie, aber ich habe letztens mal versucht herauszufinden, wie man sie anzeigen kann. Es geht so in Chrome und Firefox, aber es ist ein bisschen versteckt. Und im Chrome kann man zum Beispiel nur, da macht man intern so eine Seite auf und gibt da eine URL an und der sagt einem, ob es jetzt das Flag gesetzt ist oder nicht. Bei Chrome, bei Firefox ist eine Liste. Genau, aber wenn du deine Cookies löscht, bist du davon nicht betroffen. Das war eine Frage. Ja? Hier vorne gab es noch eine Frage? Das war meine ein Teil der Frage, hast du so ein bisschen schon beantwortet, ob man die irgendwie löschen kann, rein theoretisch, die HSTS-Flags selber als Benutzer auf in seinem Browser? Ich glaube, ja, mit sehr Höhen. Also, du findest es nicht normal über die Oberfläche. Also, ich glaube. Ja, das hoffe ich. Ja, genau. Also, ich habe mal irgendwo eine Frage über Stack Overflow gestellt, weil ich es tatsächlich nicht gefunden habe, wie ich mir die anzeigen lassen kann. Also, auf jeden Fall recht kompliziert. Es ist auf jeden Fall schwierig. Es geht irgendwie, aber man will es auch nicht unbedingt. Ja, ja, das ist klar. In Chrome, da kannst du das tun, aber nur die, die dir selber heruntergeladen haben. Nicht die in der Preload-List sind. Nicht die in der Preload-List. Und dann hatte ich eine andere Frage, und zwar, ob SNI irgendeinen Einfluss auf die Note hat oder ob das Rating erlaubt. Dazu gebe ich dir eine halbe Antwort. ich kenne mich selber mit SNI nicht aus. Manchmal, wenn du einen Webserver hast, der SNI. Also ab und zu. Server Main Initiation. Das ist irgendwie, glaube ich, wieder auf dem gleichen. Erklär nur kurz laut, ich kann es auch nicht sehr gut erklären. Wenn du auf dem gleichen Host, auf der gleichen IP-Adresse mehrere Domains betreibst, dann ist zu dem Zeitpunkt, zu dem dein Browser den TLS-Handshake, also den Aufbau der verschlüsselten Verbindung macht, hat er noch nicht übermittelt, auf welche Domain er gerade zugreifen möchte, weil das erst im HTTP-Teil folgt. Das heißt, der Server weiß noch nicht, welches Zertifikat er senden soll. Erst SNI ist eine Erweiterung des TLS-Protokolls, dass der Client schon während des Handshakes sagt, welchen Domainnamen er später mitsenden wird, damit der Server gleich das richtige Zertifikat schicken kann. Das kann mittlerweile jeder Browser außer IE6 auf Windows XP und Android 2.x. Genau, also ich weiß, dass XP zählt nicht. Ja, auch nur IE6 auf XP, ne? Nur diese Kombi. Ja, genau. Ich glaube, dieser Server, den lass jetzt mal laufen. Ich glaube, der benutzt auch SNI, du kriegst eine Meldung. Der Server benutzt SSI und es gibt manche Browser, die können es nicht, aber ansonsten ist das kein Problem. Ja, hat keinen Einfluss auf die Not. Okay. Aber es steht dann halt irgendwo, wenn das gleich mal vorbei ist, dann kann ich euch zeigen, es steht halt, welcher Browser kann und kein SNI und den schließt er aus. Achso, und Java 6 kann es nicht. Das ist tatsächlich manchmal ein Problem, weil der ist verbreiteter als Internet Explorer 6 auf XP. Ja? Also, Java 6 ist durchaus. Wer ist verbreiteter als Internet Explorer 6? Java 6 als Client. Was? Alles, was mit Java 6 ist. Aber Java kann doch selber gar keiner Club, oder muss man auch immer erst eine Hüpfburg einbauen? Da bin ich der falsche Anwendung dafür, aber ich weiß, irgendwie kann man sich mit dem Java Client zum Webserver verbinden. Aber das geht. Warum ist die Klasse? Das ist Hüpfburg? Hier läuft man. Wie sind das bei dem, also weißt du das, wie das bei dem HSTS mit Zertifikatsituation ist, weil früher oder später expiriert mein Zertifikat, dann muss ich es rotieren. Aber wenn ich das einfach machen kann, dann könnte ja auch ein Angreifer einfach, was auch immer ich als Serverbetreiber tue, um zu
sozusagen, ich rotiere gerade, tun. Und also, was passiert, wenn mein Zertifikat expired und ich HSTS benutze? Wie rotiere ich mein Zertifikat? Also am besten mindestens den Tag vorher. Ja, ist okay, aber das Missverständnis ist, glaube ich, ein anderes. Nein, die Frage ist, ich muss ja irgendwie mitteilen, ich habe jetzt ein neues Zertifikat. Aber angenommen, ich würde in meinem Server jetzt setzen, ein neues HSDS-Header, ich habe jetzt ein neues Zertifikat, dann könnt ihr auch einen Angreifer einfach. Ja, aber genau, HSDS ist unabhängig vom Zertifikat, das sagt nur, du gibst eine Zeitspanne an, die nächsten 20 Wochen werde ich HTTPS unterstützen oder sowas. Aber da gibt es kein Zertifikat an, das ist nicht irgendwie Public Key Pinning oder so. Ah, okay. Also das ist noch was anderes. Du hinterlegst nicht irgendwie den Key, sondern sagst nur, ich nehme nur noch HTTPS-Anfragen. Weiter unten. Hier unten steht auch was zu Public. Also hier steht zum Beispiel, ob das HSTS gesetzt wird. Und hier steht auch was zu Public Key Pinning. Also Public Key Pinning habe ich jetzt nicht erwähnt, da kann man halt noch mitsenden. Das sind das meine Zertifikate und andere sind nicht gültig. Merkt sich das auch. Aber das hast du nicht. Gibt es noch irgendwelche Tests für Mail-Server? Ja, es gibt welche, finde ich allerdings nicht so gut wie diese. Lass mich überlegen. Ich lande bei welchem. Checktls.com. Genau, da wollte ich jetzt auch gerade. Und ssl-tools.net. Genau, aber es ist auch in Ordnung. Net ist der hübschere. Ja, aber ich finde beide so ein bisschen. Manchmal ein bisschen schwierig. Also, ja, aber es ist besser als nichts. Es ist besser als nichts, genau. Ich habe auch da ein bisschen Probleme manchmal den zu bedienen, weil der hier zum Beispiel, der bietet so richtig viele Tests an und ich finde den richtigen häufig nicht. Der andere war ssl-tools und net, hast du gehört, ja? Da laufen wir alles. Der macht auch so Handshakes, während checktls.com schickt dir halt eine E-Mail, in der dann drin steht, was es unterwegs gefunden wird. Ich gucke ich gebe dir dann eine schöne Note aus, aber es gibt das mit, ich teste mal alle Cypher durch. SSL-Scan. Genau, SSL-Scan. Ja, aber es gibt, glaube ich, testssl.sh oder sowas. Also, das Problem ist da immer noch, es wird halt lokal auf deinem Rechner gemacht. Das heißt, es wird halt immer gegen deine Konfiguration getestet. Ja, aber also SSL-Labs. Ja, das Command-Interface kann natürlich auch gegen verschiedene Libraries linken und dann linkt es gegen OpenSSL. Aber die musst du natürlich irgendwie dann haben und. Ja, einfach ist nicht. Nee. Aber möglich schon. Ganz möglich, aber der SSL-Labs-Test ist natürlich ursprünglich für den Website-Administrator gedacht, wenn ich alle 500 Browser testen will dafür. Und für die Leute, die das automatisieren wollen, SSL-Labs kann man auch. Hat eine API, ne? Es gibt auch Command-Line-Tools dafür, die dir das in halbwegs schön ausgehen. Genau, diese API von SSL-Labs, die findet ihr, glaube ich, bei GitHub. Ja. Wie finde ich denn das? Er ist halt dieser Autor des Buches auch und der hat einen Test geschrieben, Ivan Ristic. Ja. Für die Leute, die da irgendwie mehr machen. Die ist das meine ich, ist in Go geschrieben, weil wir hatten es vorhin davon. Ja. Gibt es von SSL Labs eine Config, die Sie anbieten, um eine, also laut Einschätzung einer beispielsweise guten Note zu bekommen? Also eine wirklich sinnvolle Einstellung? Ja, nein. Okay, dann mal. Es gibt einmal. Was ist das denn? Okay. Das ist das Problem, das ID. Ja, das habe ich noch. Ja, da steht nochmal was drin. Das ist, glaube ich, eher jetzt ein Problem hier lokal. Es gibt hier sowas, Deployment Best Practices. Mhm. Da steht so, das ist, glaube ich, eher so ein Buch, eine PDF-Datei, die ist irgendwie so 20 Seiten lang oder sowas, ist ein bisschen kompakt. Und soweit ich weiß, steht da jetzt auch nicht die Konfigurationsdateien für ein Apache oder sowas drin. Okay, aber warum ging es hier oder nicht? Da gibt es ein Projekt, das heißt Applied Crypto Harmony. Das ist eine Mailliste und die haben im Git regelmäßig aktualisierte PDFs mit momentan verbliebenen Vorlesseiten. Auch wenn es so Alternativen noch kommt, brauchst du Liquid Crafted Photography zum Beispiel für sich oder kannst du extrem starke Sachen oder nicht. Oder ansonsten kann ich das hier auch empfehlen, bettercrypto.org.
Das genau, ist, das sind die Leute. Ja. Da gibt es hier ein PDF. Okay. Und da steht zum Beispiel auch drin, wo ist das Inhaltsverzeichnis? Wie viel? Mehr ist es. Zu der Frage eben, ich kann noch drei Sachen empfehlen, wenn du konkrete Konflikte hast. Erstens die Folien für mich als Vortrag. Zweitens gibt es von das da. Drittens gibt es von Mozilla noch eine, ja, noch eine Website, wo du deine Versionsnummer eintragen kannst und dann stell dir den genau das passende vor. Was es auch noch gibt, ist eine Website, die heißt cypherli.st. Nochmal, cypherli.st. Also Cypherlist. Ah, okay. Die kenne ich noch nicht. Ja. Das ist auch so. Das ist eine Heartbeat aufgetaucht, die Webseite. Nein. Das ist auch einfach so mal so ein, gar nicht so schlecht. Also ich kann auch nur empfehlen, benutzt ruhig diese Sachen. Dafür bin ich kein Experte, diese Webseite zu konfigurieren. Und lass danach den SSL-Test mal laufen. Ja? Nicht, dass irgendwie, falls das Ding irgendwie mal alt ist oder so. Ich weiß nicht, wie gesagt, okay. Ja, klar, das passiert. Was ist das passiert? Also müssen wir nochmal kurz die Erfassungsstörung fragen. Okay. Noch weitere Fragen? Oder Anregungen, Kommentare? Ja. Wie gesagt, ehrlich, ich kann nur anregen, gebt dann mal so ein paar URLs ein, auf denen ihr euch befindet, euer Homebanking, euer Webmail, falls ihr es benutzt, weiß ich was. Und manchmal habe ich mir auch schon mal die Mühe gemacht, manche Betreiber anzuschreiben. Ja, hab's gesehen. Return-Quote ist natürlich gering, aber manche Leute sagen dann wirklich, oh, stopp, habe ich irgendwie, wenn so kleinere Seite habe ich nicht mitbekommen, dass da irgendwie Heartbleed gab. Ja, ich kritisiere jetzt mal auf SSL-Version. Ja, damit ist dann viel los. Wenn ihr neugierig seid, also hier laufen immer so ein paar. Hier unten laufen ein paar URLs mit, die getestet wurden. Ja, mein Recent Best ist klar, Recent Worst. Da findet man halt diese ganzen Lasthofen-Seiten. Schaut mal ein paar Banken durch. Das ist echt interessant. Schaut mal was durch? Ein paar Banken durch. Das ist echt interessant, wie unterschiedlich die Teile sind. Ja, okay, dann zur Verteidigung des T. Genau, zur Verteidigung. Ich habe einen Selbsthandzertifikat. Genau. Bei mir wurde auch. Ja, genau, das erkläre ich noch ganz kurz was. Ich hätte gesagt, es gibt Noten A bis F. T ist keine richtige Note, sondern da ist das Problem, das Zertifikat ist nicht, dem wird nicht vertraut, weil diese Kette nicht ordentlich ist. Das benutzen viele Leute, weil sie sagen, die Zertifikate sind teuer und so weiter. Das ist insofern in Ordnung, solange man irgendwie weiß, was ist der öffentliche Schlüssel von dem Server, zu dem ich mich verbinde. Also Kunden kann man das nicht ausliefern, weil sie kriegen halt so eine Security Exception. Und wenn man halt nicht weiß, wie der öffentliche Key ist von dem Server, zu dem ich verbinde, ist man halt sehr anfällig für Man-in-the-Middle-Attacken. Also, genau. Ja. Für so einen Server, einen Client, Konfigurationen ist das in Ordnung, aber halt nicht, wenn du irgendwie, ja, wenn du irgendwie eine professionelle Website machst, werden sich Kunden sich dann halt beschweren. Ich habe mich bewusst dafür entschlossen, ein Self-Sign-Certificate zu benutzen, weil CSO mittlerweile nicht mehr sinnvoll zu benutzen ist. Und es keinen hinreichend brauchbaren SSL, kostenlosen SSL-Dings gibt. Ja, im September kommt. Let's Encrypt. Genau, im September mache ich dann sofort Zertifikat. Bis dahin ist es mir einfach zu egal. Also, genau, also das ist ein Unterschied. Es ist auch expired, also. Tatsächlich. Also hier steht dann auch noch, also wenn ihr also die Zertifikate hinbekommt, die Trust Issues, are ignored, das könnt ihr jetzt nicht lesen, ist es Grade B, ja? Also, und hier unten steht dann halt genau warum. Und das ist ein Punkt, den ich angesprochen habe, der bietet leider Diffie-Hellman. Ich weiß auch nicht warum, ich habe das eigentlich abgestellt, vielleicht muss ich. Also hier unten sind die Cypher Suites, die deinen Server unterstützt. Und hier bei den Diffie-Hellman-Dingern. Leider, wie gesagt, ist das oft Standardkonfiguration, das sind halt die 1000 Fernsehsbitten. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte es explizit abgestellt. Vielleicht muss ich einfach nur meinen Server neu starten oder sowas.
Genau, also wie gesagt, man soll schon Spaß und dann noch mal testen. Also den Test kann ich. Es ist mir zu egal gerade. Also, wenn jemand auf meinen Blog geht und ihm dann jemand gefällt, ich habe immer noch all meine Blogbeiträge mit GPG signiert, das muss reichen. Genau, und es gibt auch sonst. Ja, also ihr könnt mal gucken, ab und zu tauchen hier interessante Seiten aus und rechts auch. Gut. Ja. Wenn sonst keine Fragen mehr sind?